Wien ist die Hauptstadt Österreichs und hat ca. 2 Millionen Einwohner. Die Dreifaltigkeitssäule erinnert an das Ende der Großen Pest 1679. Sie wurde 1687 bis 1688 erbaut. Vierzehnhunderteinundfünfzig rief der Heilige Capistran in Wien zum Kreuzzug gegen die Türken auf. Die Apotheose des Heiligen stammt aus der Barockzeit. In den Straßen Wiens trifft man häufig die legendären Werke an. Anstelle der heutigen Kathedrale stand eine romanische Kirche, die 1164 vollendet wurde. 1304 bis 1340 wurde sie um den Albertinischen Chor erweitert. Das gotische Langhaus entsteht bis etwa 1426. 1433 wurde der Südturm vollendet. 1469 wird Wien Bistum und somit der Stephansdom Kathedrale. Bei Kriegsende 1945 brannte der Dom aus. Nach einer Spendenaktion aller Bundesländer konnte der Dom wiederhergestellt werden. Der Josefsaltar wurde 1699 gebaut. Das Burgtor wurde 1824 zur Erinnerung an die Völkerschlacht bei Leipzig erbaut. Auf dem Heldenplatz steht das Erzherzog Karl Denkmal, den Sieger über Napoleon bei Aspern. Die
neue Burg wurde 1908 unter Kaiser Franz Joseph errichtet. Auf dem Heldenplatz steht das monumentale Reiterstandbild von Prinz Eugen. Auf den Heldenplatz vor der neuen Burg steht das monumentale Reiterstandbild von Prinz Eugen, dem Sieger über die Türken. Mit ihren 18 Trakten, 19 Höfen und 2600 Räumen stellt die Hofburg das einstige weltliche Zentrum der Habsburger Monarchie dar. Von 1278 bis 1918 war sie Sitz des Kaisers. Heute beherbergt sie die Amtsräume des Bundespräsidenten und zahlreiche Museen. Das Kaiser-Franz-Denkmal erinnert an den Kaiser Franz, der sich 1804 zum österreichischen Kaiser proklamierte und 1806 die Auflösung des römisch-deutschen Reiches erklärte. Die Schatzkammer des Kunsthistorischen Museums zeigt Sammlungen kostbarer Gegenstände aus Gold und Silber, Edelstein und edlen Geweben mit Stickereien. Die Insignien des Kaisertums von Österreich wurden 1602 geschaffen.
Die Heroldskette des Ordens vom Goldenen Vlies galt als höchster Orden der Monarchie. Die Taufschüssel mit Kanne war ein Hochzeitsgeschenk an Erzherzog Karl von 1571. Die achteckige Reichskrone des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation entstand um 950. Das silbervergoldete Wiegenbett spendete die Stadt Paris anlässlich der Geburt des Thronfolgers von Kaiser Franz I.
Der Michaela-Trakt wurde 1890 bis 1893 errichtet. Steinskulpturen neben dem Haupttor zeigen die Heldentaten des Herkules aus der griechisch-römischen Mythologie. Die Peterskirche wurde Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut. Acht wurde das Kaiserin Elisabeth Denkmal errichtet. Elisabeth wurde 1837 geboren und heiratete mit 17 Jahren den 24-jährigen Kaiser Franz Joseph I. 1898 wurde sie von einem italienischen Anarchisten am Genfer See ermordet. Wurde der gotische Prunkbau des Rathauses vollendet. Der Mittelturm ist 98 Meter hoch. Das Parlamentsgebäude wurde 1874 bis 1863 im neugriechischen Stil errichtet. Es ist heute der Sitz des Nationalrates und des Bundesrates der Republik Österreich.
Den imposanten Pallas Athenebrunnen ziert die 4 Meter hohe Symbolfigur der politischen Klugheit. Das antike Vorbild war die Statue der Athene in Athen. Allegorischen Figuren zeigen die Gesetzgebung und die Verwaltung. Die Karlskirche wurde 1716 bis 1738 auf Initiative des Kaisers Karls VI. Erbaut, um Gott für das endgültige Erlöschen der Pest zu danken. Das Schloss Belvedere wurde 1725 fertiggestellt und war die barocke Sommerresidenz des Prinzen Eugen von Savoyen.